beiden Texte, die wir gehört haben, nehmen ja direkt Bezug aufeinander. Die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Exodus. Der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Und wir wissen, welches Verderben das ist. Mose ist auf dem Berg Sinai, empfängt die 10 Gebote, und das Volk, das nicht mehr auf Mose warten will, das ihn wahrscheinlich schon längst tot am Berg glaubt, weil er viele Wochen nicht zurückkehrt, hat sich ein goldenes Kalb gegossen und tanzt um das goldene Kalb herum, hat sich also einen Götzen fabriziert und ehrt nun den statt den lebendigen Gott, der sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Ein Urdatum des Glaubens und vielleicht auch eine Ureigenschaft des Menschen, dass er ein ziemlich vergesslicher Mensch ist. Er schnell vergisst, was ihm Gutes im Leben geschehen ist. Und darauf nimmt auch Jesus Bezug im Evangelium. Er möchte diese Linie zeichnen von sich zu Mose zurück. Und damit natürlich auch von Mose bis zum Beginn der Welt. Letztlich möchte er den roten Faden, der sich durch die ganze Menschheitsgeschichte und durch die ganze Schöpfung hindurchzieht, aufzeigen. Und ihnen auch die Unsinnigkeit vor Augen führen, dass sie nicht einerseits das mosaische Gesetz halten können und gleichzeitig den, der im mosaischen Gesetz als der Messias verkündet wird, nicht anerkennen. Und er schärft damit natürlich auch ihren Blick dafür, wofür das mosaische Gesetz eigentlich da ist, nämlich nicht schlicht dafür, es einzuhalten, sondern immer tiefer den Sinn des Gesetzes zu verstehen. Da hindert vielleicht auch jetzt im Moment gerade auch uns daran, allein das Wort Gesetz. Das Gesetz ist gedacht als Lebensweisung, als Verheißung hin zu gelingendem Leben, damit menschliches Miteinander funktionieren kann. Dafür gibt es die Gebote, sie sind keine Verbote. Es sind Gebote, die zu größerem Leben führen sollen. Jedem einzelnen Menschen aufzeigen wollen, die Sinnhaftigkeit des Aufeinander-Hinlebens von Menschen und Menschen hin zur Schöpfung. Und Jesus versucht natürlich auch nochmal ins rechte Licht zu rücken, die Verhältnisse dieser Welt, dass es keine große Kunst ist, dass Menschen auf Menschen allein vertrauen. Die große Kunst des Lebens, auch des gelingenden Lebens, ist der tiefe Einblick dort hinein, wer das Leben gemacht hat, wer letztlich Urgrund allen Seins ist und auf ihn sein Vertrauen zu setzen. Denn dann ändert sich nämlich auch mein Vertrauen zu meinen Mitmenschen. Dann überfrachte ich auch nicht Mitmenschen mit einer völlig überzogenen Erwartung, sondern jeder bekommt die Verantwortung, die ihm zusteht. Und damit auch die Wertschätzung. Wer verstanden hat, dass Gott die Welt ins Dasein gesetzt hat und dass er jeden Menschen gleich liebt und als gleichwürdig erachtet, der kann nicht anders, als seinem Nächsten, seiner Nächsten in Wertschätzung zu begegnen. Wenigstens zu versuchen, mit seinem ganzen Leben diesem Schöpfungsausdruck auch Würde und Gestalt im eigenen Leben zu geben. Und letztlich geht es doch Jesus darum. Das hat er doch mit jedem Schritt, an jedem Tag
in jeder Stunde und in jeder Geste getan. Menschen ansehen. Im wahrsten Wortsinn, er hat sie angesehen. Er ist mit ihnen auf Augenhöhe gegangen. Er hat ihnen dadurch Würde geschenkt. Und er hat uns damit vorgelebt, wie das geht, Gott die größere Ehre zu geben. Und er hat uns auch in der Zeit seines Leidens, die wir ja in besonderer Weise in diesen nächsten Tagen und Wochen feiern, einen Weg erschlossen, wie wir selber auch einerseits die Ohnmächte unseres Lebens und die Unzulänglichkeiten sehen und annehmen können und dennoch vertrauen können auf das, was darunter Tieferes liegt und was am Ende eigentlich an Verheißung steht. Gehen wir also weiter diesen Weg der österlichen Bußzeit. Gehen wir ihn aber gestärkt durch seine Weggemeinschaft, die wir jetzt feiern im Sakrament der Eucharistie.